Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder beim ATS im Multiplayer. Ich fahre direkt einfach mal los, ne, damit wir keine Zeit hier verlieren. Es ist wieder voll hier auf dem Server und ja, ich hoffe, das klappt alles so. Ich hoffe, ihr hört auch alles noch ganz gut und deutlich. Wir fahren übrigens Autos. Da seht ihr es. Autos nach San Francisco. Und bekommen dafür 13.000. So, das mache ich erstmal wieder weg. Ich würde ja gerne da rein, aber rausfahren, aber... So. Einfach mal vordrängeln. So, hier ist einiges voll. Fahren wir mal 30 Meilen, das ist okay. Ich denke mal, es lägt hier einfach nur so, weil hier so viele Spieler sind. Genau an dem Punkt hier. Es ist nämlich auch voll auf dem Server. Jetzt nicht überfüllt, aber es sind doch einige Spieler online. So. Ich könnte gleich mal in der nächsten Folge wohl mal in den Optionen gucken, wie es denn da so ausschaut, damit die FPS ein wenig besser werden. Aber das mache ich dann später. Oh, der ruckelt die auch rum. Der ist also noch schlimmer erwischt als wir. Immer gut zu sehen, dass es anderen noch schlechter geht als uns. Nicht wahr? So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach San Francisco. Going to San Francisco. La 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 la. Weiter geht's nicht. Denn weiter kann ich nicht. Ah, Mann, ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Denn ich denke mal, es liegt einfach halt nur an dem großen PC, da ich ja auch in 1080p aufnehme, dass der dann auch ein wenig mehr ins Schwitzen kommt, ne? Das heißt, normalerweise sollte ich warten, bis der neue PC, bis ich den neuen PC habe, aber das will ich ehrlich. Oh, ups da. Ja, Entschuldigung, ich hab's übersehen. Aber ich möchte einfach noch nicht warten. Das ist, könnte bis zu 2 oder 3 Monaten dauern, bis ich den neuen PC kriege. Von daher muss ich damit erstmal leben und hoffen, dass ich gleich aus der Stadt raus bin. Kannst du von der Seite runter gehen? Dankeschön. Lässt sich echt schlecht... schlecht lenken bei so wenig FPS, wenn da so ein kleines Geruckel dabei ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Mach's mal, dankeschön. Ich möchte bitte Left the City haben. Da bin ich mich gerade rausgefahren, also wäre es nett, wenn du es mir jetzt auch anzeigen würdest. Das ist es halt in ATS sehr schlimm. Ich habe immer noch nicht die, die Stadt verlassen. Ah, danke. 70. Ah, toll. Auf dem Server kann ich nur 70 Meilen fahren. Ich habe gedacht, ich wäre auf dem zweiten Server, aber habe ich wohl verpeilt. Ist ja egal, fahren wir halt 70 Meilen anstatt 80. Ist ja auch nicht schlimm. Kommt bald eh noch eine andere Stadt, wo wir eh wieder nur auf 70 fahren können oder 65 eher gesagt. Ich weiß, Octas Gameplay hat es mir mal erklärt, aber ich vergesse sowas immer wieder. Wo welche richtige Geschwindigkeit ist oder gilt, sag ich mal, gelten tut. So, also mit dem alten Monitor habe ich so um die... Hätte ich jetzt mehr FPS, also 10 FPS mehr.
Aber auch nicht ein gutes Bild, ne? Aber naja, das hat bald eh ein Ende. Noch ein paar Monate und dann kriege ich einen neuen PC. Und dann hat das auch ein Ende. Ich werde wohl nächste Woche auch mal, also wenn ihr das Video seht hier diese Woche, den PC neu aufsetzen. Könnte auch gut daran liegen, dass ich hier zu viel Müll auf dem PC habe. Und eventuell schließe ich dann noch eine andere Festplatte an. Und werde dann auf der anderen Festplatte, die das hier werde ich jetzt speichern. Denn das verringert das alles nochmal, wenn ich das jetzt auf dieser Festplatte das Programm von DxStory zum Beispiel laufen lassen habe und dann nochmal das Video auf dieser Festplatte speichere. Denn man sollte immer zwei Festplatten dafür haben. Ist ja klar, ne? Doppelte Lesegeschwindigkeit und so weiter und so fort. Bla bla blub. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir hier durchkommen. Wir sind bestimmt wieder sowas von flott unterwegs, dass wir die 12 Stunden in einer Folge schaffen. Aber wie gesagt, ich will ja nicht mehr, ups. Ich will ja nicht mehr, wie heißt das, mehr als, sag doch mal schnell, mehr als 20 Minuten aufnehmen. Ich will ja jetzt so um die 20 bleiben, so 19, 18 oder auch 20. So, Herr Vikings. Fährst hier sehr langsam. Wieso habe ich eine... Darf ich hier rüber? Ja, ne? Bin weit genug entfernt, gut. Jetzt habe ich doch direkt vergessen, was ich sagen wollte. Ah, ist egal. Alles klar. Ist auf jeden Fall egal. Ich werde diese Woche auch, wenn ihr dieses Video seht, werde ich wohl auch noch andere Spiele spielen, also aufgenommen haben und auch diese Woche rausbringen. Aus dem einfachen Grund, dadurch, dass ich jetzt den Monitor habe, geht das mit den mit dem Rendern der Videos sehr viel schneller. Und zwar habe ich vorher 2,5 bis 3 Stunden gebraucht für ein Video zum Encodieren. Und jetzt nur noch 1 Stunde und ja, maximal 1 Stunde 30. Kann jetzt auch wiederum ein bisschen länger dauern, weil ich da ein bisschen was dran rumgefummelt habe. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wird nicht viel mehr als 10 Minuten sein oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich dadurch ein wenig mehr streamen, aufnehmen. Und das ist natürlich ganz gut, ne? Wenn ich jetzt den neuen PC habe, dann wird es natürlich noch schneller gehen, denke ich mir mal. Also ich habe da so keine Ahnung, wie lange ihr so eure Videos encodieren könnt. Derjenige, der bei MIGUI encodiert, kann ja mal sagen, wie lange der so braucht. Wenn er einen neuen PC hat. Also könnt ihr mir mal schreiben in den Kommentaren, würde mich echt interessieren, wie lange ihr so braucht. Vielleicht macht ihr das ja auch mit, wie heißt jetzt, Vegas im und diesen Server-Dings da. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Kann das schon mal sein, dass es dann schneller läuft, schneller encodiert wird oder so, aber ich will eigentlich bei MIGUI bleiben, auch wenn das ein bisschen komplizierter ist und sowas. Aber es ist einfach die beste Qualität, also finde ich zumindest, es ist bessere Qualität. Ich hatte schon mal mit Vegas aufgenommen, gerendert gehabt. Und da hatte ich immer Pixelei. Also das waren immer sehr schlechte Aufnahmen. Also war nicht sehr toll, sag ich mal so. Da könnt ihr zum Beispiel mal gucken bei den ersten The Forest Videos, die ich hatte. Das habe ich alles mit Vegas gemacht gehabt. Und da die Qualität sieht nicht wirklich berauschend aus. Aber mit der Zeit wächst man natürlich auch rein, ne? Wenn er... Da findet man dann neue Sachen raus und bessere Sachen.
die dann natürlich, wo man das Video dann ein bisschen schneller rendern kann oder ob schneller oder besser aufnehmen kann oder sonstiges. Aber zum besser aufnehmen mit meinem PC habe ich jetzt nichts gefunden. Ich habe jetzt auch mit OBS mal ausprobiert gehabt, weil ja genau, mit OBS. Ach so, ja, so wollte ich auch sagen, aber unterbrecht mich bitte nicht jedes Mal hier. Dankeschön. Ich wollte auch mal was sagen. Bitte. So. Auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, Quatsch. OBS habe ich ausprobiert. Und damit kann ich gar nicht aufnehmen. Also da kann ich nur streamen mit. Aufnehmen werde ich wahrscheinlich dann nur können mit, wenn ich streamen werde ich wahrscheinlich nur damit können. Aber aufnehmen wohl nicht. Leider. Also bleibt mir entweder DxStory. Ja, oder DxStory, ne? Ich hatte aber mit Bandicam versucht, aber das ist halt nur ein Versuch geblieben. Weil das hat ja auch dieses Wasserzeichen drin und das wollte ich jetzt nicht unbedingt in jedes Video haben oder so. Von daher lasse ich das mit Bandicam. Das kostet 40 Euro und bevor ich nicht weiß, ob das sehr viel besser ist mit der hier FPS schonender ist oder sowas, da kaufe ich mir kein neues Programm für, wenn ich da hier mit DxStory perfekt klarkomme. Dann komme ich auch. Wenn ich jetzt einen besseren PC hätte, dann wäre es natürlich alles viel flüssiger und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ist gerade nicht so. Muss ich erstmal mit klarkommen und das tue ich ja bisher auch. Ich weiß nicht, ob euch das, ob ihr das schlimm findet, wenn ihr die nächste Zeit erstmal mit solchen Frameraten leben könnt. Ihr seht das ja oben links bei mir, welche FPS-Zahl ich gerade habe. Und das ist ja mehr als mickrig. Und ich will die Grafikeinstellung eigentlich nicht noch mehr zurückdrehen. Weil das bringt es eigentlich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich einen besseren habe. Da kann ich, kann ich wenigstens auf Ultra spielen. Road Hunter, kenne ich den nicht? Gucken, dass ich den nicht hier umsemmel. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gemacht, dass ich den hier irgendwie umhaue oder sowas. Aber irgendwie sagt mir der Road Hunter was. Ich habe keine Ahnung, wer, ob das einer von meinen Abonnenten war oder sowas. Falls ja, grüße ich dich. Wenn du mich nächste Mal siehst, sag irgendwas in dem Chat, in dem Voice-Dings da. Ich werde auch bald mal in den 20er-Channel wechseln, damit ich nicht dieses Gelaber dabei mitkriege. Jetzt während der Fahrt. Meine Fresse. Ja, genau. Hallo. Also falls sagt was in den Voice-Chat, wenn ihr mich seht. Also ich bin auf dem 19. bisher, werde aber nach diesem Video auf Kanal 20 wechseln, weil da halt weniger los ist. Kanal wechseln zeige ich euch am besten mal in der, nach der Fracht hier. Oder eher gesagt bei der Pause. Wenn wir die Fracht noch nicht wegschicken können. Das ist übrigens, was die auch noch machen könnten hier. Das mit dem, das hier unten, was da steht. ETA. Also die Zeit, die noch verbleibt zum Wegbringen. Das könnten die auch mal in diesem, Moment, in diesem Route Advisor da unten mit reinpacken. Ich finde es praktisch. Ich finde es ganz gut, wenn man das alles sehen würde. Also kann man sich da nämlich drauf einstellen, wie mal lange das so dauern würde oder so.
So, wir fahren, sind in der Nähe von Sacramento. Sacramento. Und fahren gleich an Truckee vorbei, wo es keine Aufträge gibt. So, mal gucken, wo wir sparen, wo wir tanken werden. Ich glaube, 371 Meilen müssen wir noch. Irgendwie sowas in der Umdreh rum. Also hier grüßen sie noch alle. Das finde ich ganz nett. Hier wird sich unter den Truckern noch gegrüßt. Das ist ja bei ETS nicht so. Wobei ich jetzt mal sagen muss, jetzt, wo ich jetzt, ich habe heute noch EDS aufgenommen im Multiplayer und da war sehr viel mehr los als hier beim ATS. Also das ist echt merkwürdig. Jetzt ist irgendwie beim ATS die Luft raus. Wahrscheinlich, weil die Map halt so leer ist, so klein ist und alle haben schon, ja, haben schon alles aufgedeckt. Scheiße, jetzt habe ich meinen Schuh verloren. Wo ist mein Schuh? Den finde ich jetzt nicht. Ich muss ja, ich habe ihn, der ist natürlich am Arsch der Welt gelandet. Da ist er. So. Weil hier im Zug ist es ein wenig kalt. So, ich muss die nächste raus. Da blinken wir schon mal, ne? Da keiner kommt, kann ich einfach drauf fahren. Und Richtung Sacramento und Stockton fahren. Fährt da einer falsch rum oder was? Ne, da parken 2, 3, 4, weiß ich nicht, keine Ahnung. Matschbacke. Moin! Oh, ich sollte auch den Blinker ausmachen. Shut up, Nobs. Boah, Alter. Mach Mikrofon leiser. Wow. Nö. Hab mich voll erschrocken hier. Was ist denn jetzt los auf einmal hier? Jetzt wird es wieder voll hier. Also ich muss gleich mal erstmal anhalten und den anderen Kanal wechseln, also auf Kanal 20. Also ich rede jetzt ja... Ne, mich hört man jetzt nicht mehr gut. Okay. Was ist denn das hier für eine Kurvenlage hier alles hier? Meilen dürfen wir fahren. Ja, Mahlzeit. 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 Ich meinte eigentlich Mahlzeit mit dem Rülpser, ne? So als, naja. Wenigstens, ich habe jetzt einen Rülpser. Der hat mir ins Ohr gerülpst. Das Ferkelchen. Das ist lustig hier mit dem Voice Chat, also muss ich ja schon sagen. Aber ich rülp's nicht hier rein. So, ich werde jetzt die nächste Gelegenheit mal eben einen Stopp machen. So, hier sind wir schon. So. Die Handbremse. Gut. Und ihr könnt hier oben Mauszeiger aktivieren mit rechts und hier könnt ihr 18 und 20 könnt ihr dann ändern, in welchen Kanal ihr sein wollt. Ihr könnt auch hier den ausmachen, den Voice Chat. Also anmachen, ne? Anmachen. Wo war das jetzt? Bei mir ist die, das ist ein bisschen merkwürdig hier. Da darum kleiner, also runter die Kanäle und hier hochschalten. So, ich hoffe, ich habe es euch gut genug erklärt.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao. Denkt an den Daumen.